Ja, Marina, vielen, vielen Dank. Auch von mir nochmal das gesamte Führungszeitsteam alles Gute nachträglich zum Geburtstag, 20 Jahre, wow. Ja, ich hätte es gut. Ganz kurz, wer von uns heute hier ist als Gründer? Mal einen Punkt. Wer von den Gründern hat ein Geschäftsmodell? Okay, haben Sie wirklich ein Geschäftsmodell? Sehr gut. Gut, zum einen wollen wir, dass die Arme alle hochgehen am Ende des Tages oder in den nächsten Tagen und dass Sie vielleicht einen oder anderen Weg mal finden, das Geschäftsmodell zu befragen. Das ist so mein Ziel heute. Das Thema Geschäftsmodell, es gibt ganz viele Templates, ganz viele Beispiele dafür. Eins von uns Business Model Canvas, der eine oder andere kennt es bestimmt. Das sind eigentlich so Basiselemente, irgendwie in den Workshop reingehen, wenn sich mit einem Thema Geschäftsmodell auseinandersetzen soll. Jetzt ist Google immer das Takt auf. Ich habe mich heute bewusst mal dagegen entschieden, die Canvas durchzugehen und jetzt jedes einzelne Feld zu erläutern. Ich will vielmehr Ihnen heute so einen Fahrplan zeigen. Wie kann es funktionieren? Wie kann ich dann vielleicht auch zu so einem ausgefüllten Geschäftsmodell, zu einem entwickelten Geschäftsmodell kommen? Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, die viele Kunden dann herausgefunden haben. Die Tools, die es heute in der Kundenlandschaft gibt, in der Innovationslandschaft gibt, die schauen immer sehr, sehr einfach aus. Aber die wirklich mit Herzblut zu leben, die wirklich auszufüllen, zu verstehen, ist die Herausforderung. Und das ist so mein Ansinnen heute, die da mitzunehmen, dann auch gerne mal für Fragen da zu sein und das ist einfach die Reise, die wir uns jetzt in den nächsten 30 Minuten mal gemeinsam gegeben haben. Das sind so ein paar Punkte. Ja, vielleicht die jetzt hier sitzen, ich habe hier drüben noch ein paar freie Plätze gesehen. Will der eine oder andere vielleicht mal kurz den Platz wechseln? Wo es sich irgendwie umträgt mit dem Spüren. Perfekt. Am Ende des Tages passiert sich einfach, wenn ich in die Richtung gehen kann. Ohne hier nur den Rücken zu kehren. Also ich war von Bill seit vielen Jahren an der Hochschule aktiv, habe da sehr viele Gründer und Gründerinnen erlebt, sehr viele kleine Menschen, sehr viele Menschen wirklich Leidenschaft für ihr Thema. Habe ich gehört, jetzt in den letzten anderthalb Jahren aufgebaut, genau auch hier, sich hier in Chemnitz und darüber hinaus auch zu unterstützen in diesem Ökosystem, auch immer zum Ökosystem in Sachsen. Wir sagen auch, dass wir kennen viele andere Bundesländer, das ist wirklich ein tolles Ökosystem mit vielen, vielen Partnern, die miteinander arbeiten. Und das sind so die Hintergründe für tolle Geschäftsideen. Und jeder dieser Menschen kommt zu einem, ich denke, es gibt die Gründerberatung, sagt sie da hinten auch unterstreichen, kommt zu einem und sagt, ich habe eine Idee. Und die sind auch alle wahnsinnig zu mir richtig überzeugt und die brennen für diese Idee. Aber man muss sagen, okay, diese Idee, die reicht ja nicht aus. Sondern diese Idee muss in etwas Größeres eingebettet werden und das nennt man Geschäftsideen. Und was das so ganz genau ist, darüber wollen wir jetzt mal reden. Und am Ende des Tages, die Idee ist in unserem Kopf. Die Idee entspringt vielleicht unserer Leidenschaft, unserer Technologiewissen, aus der Erfahrung, die wir ganz persönlich gemacht haben. Aber dieser Markt funktioniert. Der Markt funktioniert bedeutet, wir brauchen jemanden, der bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Das ist so die absolute Grundlage dafür. Und da muss man leider sagen, so eine Geschäftsidee ist der Anfang, das muss natürlich da sein, aber wir müssen es schaffen, diese Geschäftsidee in funktionierendes Geschäftsmodell zu übertragen. Was ist so ein Geschäftsmodell? Ich versuche es so einfach wie möglich auch zu beschreiben. Am Ende des Tages ist es die Funktionslogik, wie euer Unternehmen funktionieren soll. Also, was macht ihr eigentlich? Wie könnt ihr Gewinne erwirtschaften? Und wie macht ihr das ganz konkret? Das ist so eine der Standarddefinitionen. Ja, also welchen Wert, welches Angebot macht ihr, was sind auch die Kunden, wie bringen es an den Kunden, da hat Marina ja auch schon ganz viele Stichworte gesagt. Und wie liefert ihr das an den Kunden und wie könnt ihr damit Erträge generieren? Ein ganz wichtiger Punkt für mich, wie liefert ihr das an den Kunden, nicht vernachlässigen. Ich habe leider sehr, sehr viele Gründer auch erlebt, die gesagt haben, okay, ich habe mein tolles Geschäftskonzept, meine Geschäftsidee und wir gehen jetzt bei Instagram rein, jetzt bei Facebook rein und dann wird es geraten. Ich spreche nicht von Kundenakquisekosten, das heißt, wie viel kostet es mich, einen Kunden zu gewinnen? Und das darf man einfach nicht unterschätzen. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Das ist gleich mal ganz am Anfang zu sensibilisieren. Das sind die Roadmap-Modelle, da will ich drauf eingehen. Das heißt, Marina hat es auch schon gesagt, als Zielkunde ist wahnsinnig wichtig und ich merke, dass da auch
ganz viele Herausforderungen da sind. Was ist eigentlich die Zielkunde? Wie kann ich damit umgehen? Viele Gründer, die sagen, okay, ich habe jetzt jemanden entdeckt, der könnte passen, und dann gehe ich sofort auf den los. Nehme ich einfach nicht die Zeit, das zu überlegen, wer könnte für mich der passende Kunde sein? Gibt es vielleicht verschiedene Kundengruppen? Also da auch mal am Anfang die Struktur reinzukommen. Wenn das muss man sich vorstellen, man hat nur einmal die Chance, vom Grund auf das die Idee anzugehen, zu konzeptionieren, geschäftlich aufzubauen. Danach setzt man sie um und dann passiert auf einmal ganz viel. Auf einmal kommen verschiedene Kunden, auf einmal kommen andere Ansprechpartner, mit denen man umgehen muss. Der Tag hat nur 24 Stunden und 7 Tage die Woche. Deswegen ist es am Anfang darüber gedacht, nachzudenken, das nochmal zu testen, jetzt hat sich ein Prozess ist gefallen, wenn man auch nicht so emotional dabei ist. Wenn das ganze Tagesgeschäft nicht auf einen reinpasst, sondern am Anfang ein bisschen Distanz zu betrachten. Das finde ich einen der wesentlichsten Punkte, wieso man im Vorfeld auch planen sollte. Ja, lass uns gleich reingehen, bei den Zielkunden. Das ist so die wissenschaftliche Seite an mir. Es macht durchaus Sinn, auch vor der Gründung mal mit potenziellen Kunden zu reden. Ganz Sinn ist, Ivo Hartstorff, Risikokapitalgeber, kannst du das verstehen? Ja, es macht immer Sinn, mit Kunden zu reden. Sehr gut. Ich bringe jetzt die harten Fakten mit, die Zahlen. Das ist nicht gut hier und ich will nicht mit Unternehmen, aber das können wir einfach auch auf den deutschen Markt anwenden. Die zeigen, die Gründungen, die bevor sie gestartet sind, mit Kunden geredet haben, sich mit Kundenanforderungen auseinandergesetzt haben, gewusst haben, was limitiert der Kunden, was gibt es vielleicht für verschiedene Kundengruppen, die haben 2,7-fach höhere Überlebensrate. Überleben ist das eine, aber ganz ehrlich, wir wollen Erfolg haben. Das heißt, das ist nicht die Benchmark, die ich reifen möchte, ob wir irgendwie überleben, sondern ich will natürlich erfolgreich sein, ich will Kunden haben, die erfolgreich sind. Das zeigt auch eine Profitabilität, die vorher intensiv sich mit Kunden auseinandergesetzt haben, die haben Faktor 25, sind nicht profitabel. Also ich denke, das ist ein Grund, sich intensiv mit so einer Phase und so einem ersten Schritt auseinanderzusetzen und dann wirklich die Zeit für zu nehmen. Eine andere Studie, die zeigt, wie wenig Gründer es eigentlich machen. Das heißt, neben jedem Markt, in den sie eingetreten sind, haben 42% der Gründer keinen anderen Markt, keine anderen Gründergruppen ausgesucht oder auch verglichen. Zu den Gründergruppen, zu der Zielgruppe, ist natürlich ein Thema, das begleitet uns lange. Ne? Man könnte das mit der Ehe vergleichen, man könnte das mit der Partnerschaft vergleichen. Dann nehme ich auch nicht die erstbesten Partner oder Partnerin, sondern gucke ich mir an, wie will ich jemanden zusammenarbeiten, wer ist für mich geeignet, mit wem schaffe ich vielleicht auch den ersten Schritt in den Markt rein, mit wem kann ich wachsen und mit wem kann ich mich weiterentwickeln. Na, man muss ja nicht mit einer Kundengruppe anfangen, man macht es das. Aber man soll strategisch auch mit Kundengruppen arbeiten, überlegen, nützen mich das. Ich war lange Zeit wirklich unglücklich, so ungefähr bis vor 2 Jahren ziemlich unglücklich, weil ich nicht so richtig jemanden gefunden habe, wie man sowas strukturieren kann. Man hatte seine eigenen Gedanken, seine eigenen Vorstellungen, wie man das machen kann. Und dann kam der Typ, der die Studie gemacht hat, und hat es einfach mal rausgehauen, hat nämlich so aufgestellt. Und das ist ziemlich spannend, mal so einen Gedanken haben zu haben. Denn was wir hier sehen, ist, wir können die Kundengruppen verschieden charakterisieren. Es gibt vielleicht Kunden, die machen uns sehr viel Arbeit, die sind schwierig zu erreichen, die haben sehr viel Feature-Produktumfang, den sie benötigen. Das heißt, die machen ganz viel Arbeit. Und dann kann man sagen, okay, wie viel Potenzial habe ich in den Kunden? Das wirst du dann sagen. Es gibt Kunden, die sind vielleicht zahlungsbereit, aber die geben uns relativ wenig Geld, die haben einfach nicht viel Geld. Andere Kunden sind vielleicht eher Nutzer, ne? die können gar nichts aufbringen. Und andere Kunden, die haben tiefe Taschen, die sind zahlungsbereit, die haben viel Potenzial für uns. Und es macht durchaus Sinn, sich am Anfang mal zu überlegen, okay, wo sind denn so meine verschiedenen Kundengruppen? Wo kann ich die denn in diesem Koordinatensystem eintragen? Und dann kommt man vielleicht drauf, wir machen das auch mit Gründerteams. Es gibt Kundengruppen, die haben super große Herausforderungen, sind schwer zu erreichen, da gibt es wenige. Es ist vielleicht immer der CEO, den man da anspricht. Vielleicht muss man so richtig sagen, so breit sind die auch nicht. Oder das Problem sieht ja auch nicht so richtig, was man lösen will. Ne? Die können man einschätzen, okay, die sind super herausfordernd und ja, auch mittelmäßig Potenzial hat. Auf der anderen Seite gibt es Kunden, ja, die sind gar nicht so eine Herausforderung, die liegen quasi gleich vor der Haustür und die haben so ein mittelmäßiges Potenzial, das ist mittelmäßig ökonomisch für uns interessant, können zahlen, vielleicht nicht so ganz viele Taschen. Dann Kunden, die sehr viel Potenzial haben, hohe Zahlungsbereitschaft haben, die kennen das Problem, die gehen jeden Tag mit dem Problem um und die warten nur auf eine bessere Lösung. Ne? Die können wir irgendwo hier oben hängen.
Und wenn man das erstmal hat, dann sieht man seine verschiedenen Kundengruppen und weiß, okay, an den sozialen Schaden geht. Was macht denn Sinn am Anfang? Welche Kundengruppe soll ich mich bewusst auseinandersetzen und welche Kundengruppe soll ich mich das beitreten? Und ganz ehrlich, Kundengruppen, die sehr herausfordernd sind und sehr wenig Ertragspotenzial haben, die sogar nicht mit auseinandersetzen. Das macht für uns keinen Sinn, wir legen viel, viel Arbeit rein, aber es kann man am Ende des Tages machen. Das heißt, was man sich überlegen kann, ist, okay, die Quick-Wins mitzunehmen und zu sagen, okay, damit entwickle ich mich. Wenn ich meine Goldmine vielleicht oder ich meine Moonshots, das sind die, die relativ riskant sind, aber wenn ich die habe, dann ist es richtig ertragreich. Also ich überlege, okay, wie gehe ich vor, was sind so die Eintrittsmärkte für mich, das sind die einfachsten, wo ich meine Produkte testen kann und welche Märkte kann ich mich rein entwickeln. Eine große Herausforderung habe ich, wenn Gründer sagen, okay, ich gehe hier in den Markt und die einzige Argumentation dafür ist, das ist riesengroß. Ganz ehrlich, welche den größten Markt am Anfang verheißen? Oder würde ich mich lieber rantasten, lernen und dann wirklich vorbereiten, in den großen Markt reingehen und dann wirklich viel Potenzial haben. Ja, das sind so Gedanken, die man hat. Und für alle, die das damit auseinandersetzen können, wollen, sind es wirklich ein tolles System. Das heißt, was wir haben, ist dann die Idee, welche Zielgruppen haben wir und welche Zielgruppen wollen wir reingehen. Und dann fängt es an mit dem Kundenwissen. Was hat denn der Zielkunde für ein Problem? Was will denn der eigentlich? Was ist seine Herausforderung? Und das ist eines der wesentlichsten, das ist ein Basispunkt für mich, wenn ein Problem lösungsfit. Wer hat das vorher schon mal gehört? Wer hat das bis heute schon mal gehört? Problem lösungsfit. Ja. 3, 4, 5. Ja. Ich habe gesagt, ich bin zum Roadmap-Mitglied und zum Fahrer. Und was soll ich denken? Das ist einer der wesentlichsten, der fundamentalste Punkt für mich. Die Frage dahinter ist, was ist das Kundenproblem? Und ist meine Idee, aus der Kundenperspektive eine Lösung für das Problem. Dann kannst du ganz viele verschiedene Kundenprobleme. Wichtig ist, es ist ein bedeutendes Kundenproblem. Das heißt, wir wollen nur bedeutende Kundenprobleme lösen, es soll nicht Geld geben. Das heißt, das ist ein Erfahrungsbereich. Das würde nur machen, wenn wir ein bedeutendes Kundenproblem für die Lösung. Also, das ist der erste wesentliche Punkt, auf dem Weg zum Geschäftsmodell: Zielgruppe definieren und Problemlösungsfit herstellen. Das Verstehen, was das Kundenproblem ist. Und darf eine Lösung entwickeln. Oder zu checken, ob es eine Lösung aus Kundenperspektive gibt. Denn das muss uns einfach im Kopf bleiben. Den Kunden ist unsere Lösung total egal. Wenn das gut verschiedene andere Lösungen, da kümmert sich um sein Problem, wenn es ein Problem gelöst hat. Also Kunden, die nicht wissen, wenn dieses Kundenproblem sich angeht, sollten unbedingt viel nachhalten. Ja. Die Fragen, die uns erleiden können, ist, was kann mein Kunde erreichen, wenn welches Problem hat er? Und wie kann man Ihnen dabei helfen, dieses Problem zu lösen? Das sind so erste Triggerfragen, die wir hier auf diesem Weg mitnehmen können, um Problemlösungsfähigkeit zu erreichen. Und da ist noch ein Punkt, was ich mir so, ich gehe auch aus der Erfahrung raus, was Gründe mit bei uns immer so zu sagen, wenn wir mit denen zu tun haben. Und Gründe denken wahnsinnig funktional. Wenn sie sagen, okay, funktional, das kann ja sein, Auto zum Beispiel 500 PS, 230 Kilometer pro Stunde. Oder 3,4 Liter verbraucht. Das könnte eine Funktion sein, wir sparen, wir sind schneller, was ich. Aber wer und mehr der für den Kunden ist auf ganz anderen Ebenen. Das ist zum Beispiel sozial. Kunden wollen mit anderen Kunden zusammen sein. Wir wollen soziale Zugehörigkeit zeigen. Na, was ist das? Wieso kauft sich ein Kunde irgendein T-Shirt mit einem Alligator drauf? Das ist nicht funktional, es ist nicht mehr das T-Shirt, sondern es warm macht. Sondern er zeigen kann, ich gehöre zu einem Kunden, ich bin Probe. Oder ich möchte mich mit der Gruppe abgrenzen. Ne? Das sind soziale Mehrwerte, soziale Nutzen. Ein anderer Punkt ist ein emotionaler Mehrwert. Das haben auch viele Kunden nicht auf der Agenda. Warum kaufe ich Versicherungen? Ne? Warum gehe ich in die Achterbahn? Warum gehe ich ins Kino rein? Das hat nichts mit dem Zeitvertreib von 90 oder 108 Minuten im Kino zu tun, sondern ich mich dann vielleicht stimulieren lassen, für vielleicht ein Gefühl der Sicherheit oder für ein Gefühl der Aufregung. Ne? Das sind verschiedene Punkte. Daran sollte man auch denken, wenn man über Mehrwert nachdenkt, dass es viele verschiedene Ebenen von Mehrwert gibt. Ein ganz wichtiger Punkt. Ja, auf dem Weg zum Problemlösungsfit sind das noch verschiedene Fragen, die mich immer begleiten. Zum einen natürlich zu wissen, wer ist der Kunde? Ganz großer Punkt, denkst du wirklich aus Kundenperspektive oder gehst du deine eigene Lebenswelt durch? Und der Kunde sollte dir nachweislich sagen, wenn man ihm die Problemlösung präsentiert, ja, das ist aus meiner Sicht die Problemlösung. Man kann ihn nicht fragen, was seine Lösung, seine Ideallösung ist,
Ich habe so ein vermeintliches Zitat, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie mir gesagt, schon Pferde. Hat vorher wohl niemals gesagt, aber es ist einfach ein schönes Zitat, dass es das schön ausdrückt. Die Kunden können es meistens nicht sagen, das ist unser Job als Kunde. Ne? Aber wir sollten das mit den Kunden testen. Okay. Ja, wie wichtig ist dem Kunden das Problem? Ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen bedeutende Probleme lösen. Wenn man das wiederholt, wir wollen bedeutende Probleme lösen. Okay. Und letztendlich ist es eine Lösung ausgerichtet. Das ist das Wertangebot, Problemlösungsschritt. Und der nächste Schritt zum Geschäftsmodell wäre dann das Ertragsmodell, also wie wollen wir Gewinne realisieren und was brauchen wir dafür, um diese Gewinne zu realisieren, um das Wertangebot auch herzustellen. Das sind so die zwei wesentlichen weiteren Punkte. Und das ist dann der Produktmarktfit. Oder das ist der nächste Schritt, den Problemlösungsschritt, Produktmarktfit herzustellen. Das heißt, es bringt natürlich nichts, wenn der Kunde unsere Lösung schätzt. Wir müssen den Kunden systematisch erreichen können. Das heißt, wir müssen Kanäle zum Kunden aufbauen können. Marketingkanäle, Kommunikationskanäle, das Produkt, der soll ausgeliefert werden, das sind wichtige Punkte. Und er muss bezahlen, muss eine Preisbereitschaft haben. Wenn unser Kunde nicht bereit ist, einen Preis dafür zu bezahlen, dann haben wir kein Business, dann haben wir kein Geschäftsmodell. Dann bringt das nicht. Dann können wir zum nächsten Kunden gehen oder müssen unser Modell anpassen. Also das sind für mich die zwei allerwichtigsten Punkte aus einer Marktperspektive, aus einer Kundenperspektive, Problemlösungsfit und Produktmarktfit. Okay. Wie gesagt, das sind die zwei Fragen, die man sich stellen sollte, auf die man Antworten haben sollte. Okay, im Grunde sind das die ganz wichtigen Punkte, um auf den Weg zum Geschäftsmodell vorzugehen, dass man dann noch ein ganz volles Geschäftsmodell hat, dass man so ein schönes Template ausführen kann, was man auch unter Google ganz schön findet. Wenn ich Ertragsmodell oder Problemlösungsfit und Produktmarktfit habe, dann kann ich mir überlegen, okay, wie stelle ich das her? Welche Aktivitäten brauche ich dafür, um ein Wertangebot herzustellen? Und davon kann ich ableiten, welche Ressourcen brauche ich. Das ist für mich der Fluss, wie man da vorgeht. Und am Ende des Tages, Ressourcen kosten Geld. Ja, ich will Ertrag haben, ich will Gewinn haben, das heißt, ich brauche mehr Umsatz als Kosten, wenn ich will. Das ist so die Grundlogik. Bei dem Geschäftsmodell geht es um die Grundlogik, funktioniert das Business in seiner Logik her. Man gibt viele verschiedene Abbildungen, das ist für mich so eine der einfachsten Abbildungen. Man sieht ja das Wertangebot für den Kunden, wir haben ein Ertragsmodell und irgendwie müssen wir bestimmte Aktivitäten ausführen, um den Wert an den Kunden zu bekommen, um das Wertangebot herzustellen und für diese Aktivitäten brauchen wir Ressourcen. Und jetzt schließt sich der Kreis, wir haben angefangen mit Kunden, neue verschiedene Zielgruppen und dieser Zyklus, diese Abhängigkeit können für jede Kundengruppe anders sein. Und deswegen sollte man wirklich in Kundengruppen denken und es auch für sich differenzieren. Für mich ist es so, ich jetzt mal so ein Schubladensystem, wenn Kunde kommen, dann scheren sie alle Kunden über einen Kamm. Der erste Job ist es, dieses Schubladensystem aufzubauen. Welche einzelne Kundengruppe gibt es? Welche Informationen, die ich vom Markt lernen kann, in welche Schublade reinstecken und die verstehen. Also der erste Schritt ist dieses Verständnis dieser Schublade und dann kann man damit auch ganz aktiv arbeiten. Jetzt sind wir ja Kunde. Und das Geschäftsmodell ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Und am Ende des Tages ist das Geschäftsmodell und die Entwicklung des Geschäftsmodells auch einer unserer wesentlichen Abgrenzungskriterien zu etablierten Unternehmen. Stellen Sie sich ein etabliertes Unternehmen vor, die können ja viel, die haben viele Ressourcen. Aber die ist extrem schwierig, einen neuen Markt zu gehen oder ihr Geschäftsmodell in der Grundlogik zu ändern. Stellen Sie sich eine Entität vor, die jahrelang VHS-Kassetten hatte, dann der Sprung zu CDs ist ziemlich einfach. Ne? Das gleiche Grundproblem, die gleiche Logistik dahinter. Und dann der Schritt zu Online-Streaming, Netflix. Wer von uns geht heute noch in die Bibliothek? Ne? Also da sieht man, dass neue Technologien, neue Anwendungen, neue Kundenprobleme, die Kundenprobleme neu lösen, fällt dann jedes Unternehmen manchmal extrem heraus. Und das ist euer Wettbewerbsvorteil, das ist euer Wettbewerbsvorteil als Start. Ihr könnt von Grund auf das Geschäftsmodell neu aufbauen und neu denken. Wir reden hier von dem Thema Geschäftsmodell Innovation. Das heißt, denkt auch mal ganz bewusst außerhalb der bestehenden Branchen, außerhalb der bestehenden Annahmen, wie könnte man das Wertangebot noch herstellen? Wie könnte man vielleicht verschiedene Verbindungen herstellen, die aktuell in der Branche gar nicht gewohnt sind? Der Kunde will einen Mehrwert, der Kunde muss einen Mehrwert haben, aber da ist herauszufinden, das ist die Geschäftsmodell Innovation. Und das ist auch ein letzten Startup-Monitor, eine große Studie über die deutschen Startups.
man sieht, wie viele neue Technologien denken. 62% sagen, ja, wir haben innovative neue Technologien. 77% des Startups sagen, ja, wir haben neue Produkte und neue Dienstleistungen entwickelt. 58% sagen, wir haben neue Prozesse entwickelt, die wir vielleicht im Unternehmen einführen können, die wir vielleicht in der Produktion einsetzen können. Nur 46% sagen, wir haben neues Geschäftsmodell. Und genau das kann aber der Mehrwert von Startups sein. Wir können von Grund auf alles neu denken. Ihr habt nicht die Restriktionen, stellt euch Unternehmen vor, was jetzt die Mobilität umschwenken soll, aber alle Mitarbeiter sind eingestellt, dass sie sehr gut Verbrennungsmotoren sind. Und was wollen Sie mit diesen Mitarbeitern machen? Was wollen Sie mit den Prozessen machen? Sie müssen das gesamte Unternehmen sehr stark verändern. Ihr habt das nicht. Ihr habt das Team, ihr habt die Idee am Anfang, wir können alles neu denken, ohne Restriktionen. Und das sollte nutzen. Wie kann man das machen? Das ist so vielleicht auch der letzte Punkt. Den ich mit mir geben will, das ist so der klassische Weg, den ich bei etablierten Unternehmen im Innovationsprozess sehe, den ich auch bei sehr, sehr vielen Gründern sehe. Planen, 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 entwickeln, entwickeln, entwickeln. Ich stecke immer mehr Ressourcen rein, immer mehr Herzblut rein, immer mehr Zeit rein. Und mit dem, was ich investiere, steigt mein Risiko. Ich setze alles quasi auf eine Karte. Und dann irgendwann veröffentliche ich es gerne den Kunden. Und was häufig passiert, es funktioniert nicht so, wie ich mir es gedacht habe. Das heißt, wir fallen erstmal runter und müssen wieder ganz viel investieren, neue Marketingkampagnen, neue Ressourcen, was auch immer, dass wir hoffentlich weitergehen. Auch das wird nicht funktionieren, wenn wir irgendwie hier weitergehen und der Erfolg wird nicht so eintreten, wie wir es gedacht haben. Das heißt, smarte Gründungsmethodiken, wie wir sie jetzt schon lange auch anwenden, wie sie bei Sachsen Hochschulkonnex angewandt werden, wie sie im QIOP anwenden, wie ihr ja auch in verschiedenen Workshops darauf hinweist, die gehen anders, die gehen mit viel weniger Risiko ran. Weil das ist vielleicht auch was, wo wir das Unternehmerbild dann verändern müssen. Früher war es vielleicht so der Unternehmer, der Haudegen, der alles auf eine Karte gesetzt hat, der das große Risiko eingegangen ist. Aber ganz ehrlich, das ist nicht das Ding, das ist Verantwortung für euch, für eure Familie, für eure Idee, für eure Zeit. Ne? Gute Unternehmer, die machen Risiken kalkulierbar und die gehen nur kalkulierbare Risiken ein. Ne? Das heißt, es ist für euch wichtig, das Risiko kalkulierbar zu machen und das Risiko klein zu halten. Und wenn man so vorgeht, dann geht es eher so, wir entwickeln, testen, wir lernen, ne, und verändern. Wir entwickeln, darauf aufbauen, testen, lernen. Insgesamt wird das Risiko reduziert und wir schaffen in der Zeit viel, viel mehr. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir sagen, okay, Lean Startup ist dann ein Begriff. Also einfach mal googeln, wer es nicht kennt. Ne, Build, Measure, Learn, also bauen, testen, lernen. Das sind ganz wesentliche Elemente dabei. Das ist so ein Zyklus, der so Sinn macht, Risiko zu reduzieren und weiter und schneller voranzukommen. Okay. Das soll es für mich gewesen sein, mal so in einer halben Stunde ganz breite Geschäftsmodell Innovation, das Thema Geschäftsmodell mal darzustellen. Ich freue mich auf einen tollen Austausch heute, auf die vielen tollen Diskussionen. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass ihr